sollte es mal darum gehen, was der Laufsport und Ausdauersport alles so von Vorteilen mit sich bringt. Und ich denke, der erste Vorteil ist auf jeden Fall die Fettverbrennung, würde ich sagen. Bei einem durchschnittlichen Lauf von 13 Kilometern, da braucht man so 1000 Kilokalorien und das reicht. So, der zweite Vorteil ist für mich auf jeden Fall der Stressabbau. Wer beruflich stark eingespannt ist und dann abends nach Hause kommt und hat so einen dicken Kopf dran und geht dann in die Laufschuhe, der wird mit hundertprozentiger Sicherheit den Stress vom Lauf des Tages abbauen während des Laufens. Denn man hat beim Laufen eigentlich nur einen Gedanken oder zwei: Wie bekomme ich genug Luft in den Körper rein und wieder raus? Und werde ich mein Ziel erreichen heute? Ja, der dritte Vorteil ist auf jeden Fall die steile These, dass man im Alltag mehr Selbstvertrauen hat als Läufer an sich oder als Sportler, je nachdem. Man hat da ganz anderes Auftreten, nicht überheblich oder so, aber es ist halt mehr ja, das eigene Ich annehmen und so, das funktioniert irgendwie besser. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht. So, die Sonne wird gleich untergehen. Das heißt jetzt für mich Stirnlampe auf, es wird ganz schnell dunkel und ja, so ein Stirnlampenlauf im Winter oder im Herbst ist natürlich auch was ganz, ganz Schönes, weil man ist völlig für sich allein und die Technik heutzutage ist schon so weit, das Sichtfeld wird komplett ausgeleuchtet. Ich habe eine Lampe, die hat 230 Grad Ausleuchtung, also es ist ungefähr so das Gesichtsfeld, was man hat. Und ja, da nehme ich euch noch mal kurz mit. Ab in die Dunkelheit. Herrliche Herbststimmung hier. Ein Nebel auf dem Flugplatz in Großrickerswalde. So, das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Hier ist ganz dichter Nebel, ich sehe kaum was. Ja, wenn ich irgendwie noch was vergessen habe, kommt es beim nächsten Mal mit. Und ich kann wirklich nur gut machen. Geht raus, Leute, bewegt euch, wandern, laufen, was auch immer. Das tut gut für Geist und Körper. So, dann. Servus, tschüss.